Servus Leute und willkommen zu einer neuen Folge War Thunder. Diesmal mit MTB Crafter. Hallo. Und mit Tired Sloth. Moin moin Leute. Und ich habe ihn bekommen. Ich habe ihn in Simulator Schlachten bekommen. Ja. Was? Das Simulator, du hast gesagt, wir spielen Arcade. Ja, was? Wo seid also, ihr eigentlich? Andi erkennt man direkt. Ja, aber dich nicht und die anderen auch nicht. Ja, doch, mich erkennt man. Ich bin der Typ mit dem Hammer und Sichel auf dem Turm, links von dir. Ach da. Ich bin der mit dem deutschen Kreuz auf dem Turm, wo wir dich gehört. Ich bin der hier. Du bist der, der hinter uns rumeiert. Wer? So. Ich werde versuchen, schnell zum Punkt zu kommen. Genau, gib mal die Taktik vor, weil es ist ja angeblich so deine Welt. Nein, das ist auch nicht meine Welt. Es ist, hier bin ich kein excellent Player. Ich hab Angst, Mami. Der ist auf der typischen Position. Irgendwo, hier ist er. Hast du gesehen, wo ich geschossen habe? Ja, ich hab's gesehen. Da steht der Kleine. Ja, ich fahr jetzt aber trotzdem durch. Ich habe ja den Schutz von diesem B-17-Hack. Ja, den habe ich auch gerade vor mir und das ist das Einzige, was mir Mut und Kraft gibt. In solch schweren Zeiten fürs Vaterland. Man muss aber aufpassen, hier kann man mit dem Flieger auch direkt spawnen. Oh! War die noch schlimmer als immer. Ja gut, aber ja, da ist schon eins am Himmel. Das sieht aus wie eine TA. Oh cool, danke. Nice! Schick. Wie geht denn das? Sehr geil, gratuliere. Alter, es fliegen schon drei Gegner. Das ist so kacke ohne Sound. Ja, liebe Leute, David fährt komplett ohne Sound. Er ist taub. Aber ist der Erste, der einen Kill hat. In der Ruhe liegt die Kraft, ne? Heißt das nicht, wenn einer der Sinne wegfällt, werden die anderen Sinne schärfer? Ja. Auf wen schießt der? Darf ich auch mal? Da unten ist ein Flachpanzer. Ui. Und bei B irgendwo ist ein Japaner. LOL! Der hat mich durch den Rauch weggesniped. So eine kleine Kröte. Man kann nicht mit einem anderen Panzer rein. Also man kann nur mit demselben nochmal. Okay. Das war was ich auch noch nicht wusste. Dann bin ich ja froh, dass ich den T85i als mein erstes Fahrzeug gewählt habe. Sehr schön. Sag mal, was machst du, Junge? Weiß läuft bei dir, du solltest öfter ohne Sound spielen. Ernsthaft? Ich auch. Das ist halt eigentlich eine ziemlich beschissene Position, weil Russen sind ja selten deprimiert, also haben wenig Depression, ne? Du stehst wahrscheinlich wieder in dem Spot, wo du das letzte Mal standest mit der IS, oder? Nee, ich stand genau vorne. Ich wurde aber weggebombt, weil ich die Bombe gemacht habe. Bombe genau war das von einem HS. So. Ich wurde auch jetzt aus der Luft geschossen. Vor mir ist irgendwo ein Panther. Ja, unsere rechte Flanke ist so ziemlich weg. Und das die stehen schon fast bei unserem Spawn. Also, wann genau fängt an der Modus Spaß zu machen? Ups! Shit, ich dachte, das wäre ein Gegner. Läuft schon mal gut. Boah, ich hätte auch gerade fast dich abgeschossen. Ja! No. Ja. Ich war gerade am Respawn, was habt ihr schon wieder angestellt? Ich habe einen von uns gekillt. Genial. Ja. Boah, diese Stille ist echt schlimm. Ja, ich hoffe mal in der zweiten Runde geht's bei dir besser.
Das ist so cool. Sobald du ein Flugzeug mit mehr als einem Gunner fliegst, bist du trotzdem in der Außenansicht. Ernsthaft? Ja. Okay. Ich starte. Nevermind. Ah, sobald man Schub gibt, geht man in die Innenansicht. Interessant. Das war früher auch nicht so. Und wie viel muss man bezahlen, damit man diesen Modus ohne Flugzeuge bekommt? Deine Seele, dein Erstgeborenes und die Hälfte deines Einkommens? Über Erste können wir reden. Beim Zweiten wird mir meine Frau, glaube ich, ein bisschen was zwitschern. Das Dritte ist auch so eine Sache. Also verstehe, schwierig, schwierig. It's complicated, Comrade. A bit. Aber immerhin schaffen es zwei Flugzeuge, je eins aus jedem Team, zu sterben. Da ist ein Panzer 4, 70 V, Du dem ich hast übrigens entgegenfahre. was angerichtet, ne? Ich krieg jetzt so oft unter Videos einfach Arcade gepostet. Das ist großartig. Leute, macht bloß weiter. Ich leide wie Sau unter dem dümmsten Modus überhaupt. Ich habe mich so auf Simulationen gefreut, aber diese kranken Flugzeuge und Sniper sind noch schlimmer als in Wo Simulationen. ist denn der 470? Na, dort, wo er vorher auch war. Nee, den Genau hat dort. MDB gekillt, den ersten. Ja, aber man kann ja respawnen. Also Ich der steht meine. immer noch mitten im Becken. Absolut. Nee, da steht eigentlich keiner mehr. Wobei, nee, nicht im Becken, sondern auf der Position G94. Wo er Die vorher auch war. Teamkills sind mit unserem Team, ich merk schon. Wo? Oh, wo steht der? Ah, direkt neben mir. Ich habe nicht gehört. Und wo standest du? Ich stand oben bei A. Boah, der stand wirklich exakt neben mir. 5 Meter. Nicht mal 5 Meter. Also Leute, schreibt schön weiter Arcade. Pro 5 Arcade in jedem Video muss Lukas ein Gefecht mit mir Arcade spielen. LOL! Also, dieses Ding hält so unverschämt viel aus. Also ich habe ihn mit einer Bombe halbwegs erwischt, aber... Ich habe eins meiner Höhenruder verloren. Für was baut man redundant, ne? Seit wann ist eigentlich erlaubt, auf russische Flugzeuge zu schießen? 5 Jahre Gulag. Für die gesamte Familie, mindestens. Hey, nur noch drei von euch im Gefecht. Läuft. Alter, durch die Kameras schalten ist in diesem Modus anders. Man hat nicht so viele. Ich klicke immer zu weit. Aber wenn ich jetzt nicht blind bin, hast du ihn bekommen, oder? Ja, genau, hat Ja, knapp geklappt. habe ich. Ja. Ne Zero? Aber gut, es waren meine Gunner. Also, Zeros halten halt nicht viel aus. Die sollten generell eigentlich nicht hinter Fliegern klemmen, die Das stimmt. Geschütze haben. Da ist ja schon wieder einer. Sieht aber aus wie eine BE oder ein Franzose, Nee, die sich das ist eine Ki verändert. 61. Okay. Ich sollte das Schießen einfach meinen Gunnern überlassen. Die sind da besser drin. Ach, in Simulation schießen die gar nicht automatisch. Da schießen die auch in realistisch. Ist mir noch nie passiert, ich musste mal selber schießen. Wie schießen die in realistisch? Baum, Boden, au! Jetzt hat mich das VfW noch abgeknallt.
wenn die Flak ausnahmsweise als Flak funktioniert. Ja. Ja, ich glaube, das machen wir gleich nochmal. Bis gleich, Leute. So, Leute, da sind wir wieder. Diesmal sind wir in Berlin gelandet. Das gute alte Berlin. Ja, schick ist es, ne? Muss man gar nicht mehr besuchen in Real Life. Sieht echt scheiße aus. Hey, aber das echte Berlin hat man. Oh, das ist mir zu groß. Das ist mir zu viel los. Ah, wieder bin, so ein bin Dorf. Ich so ein Großstadtmensch? Wieder so ein Dorfmensch. Nee, Dorf auch nicht. Kleinstadt. Aber so Riesenmetropolen, vor allen Dingen die Freundlichkeit bleibt halt auch völlig auf der Strecke, findet. Berlin? Freundlichkeit? Was generell in jeglicher Großstadt. Ey, ich war in Chicago, ich muss sagen, ich habe noch nie so freundliche Menschen getroffen. Obwohl es US-Amerika. Wenn ich so gut essen würde, wäre ich auch freundlich. wer fährt da vorne? Ich, nicht wir. Also ich habe jetzt auch endlich Sound. Au! Voll geschnitten! Bisher. Hey? Entschuldigung, ja, in diesem Simulator gedöhnt sieht man dein Fahrzeug nicht richtig. Dann guck dich halt um! Wie soll Leute, ihr seht schon, das ist der perfekte Modus für ihn, also wenn ihr davon mehr sehen wollt. Schreibt Arcade. Je ja, genau, Arcade genau. Wir werten ab jetzt jedes Mal Arcade für Simulator. Nein. Wir haben im vorherigen Gefecht gesagt, pro 5 Arcade muss Luke wieder ein Gefecht Arcade spielen. Und das wird jetzt nicht in Simulator gewandert. Also statt schön Arcade hin. Willst du wirklich als erster da vorne stehen? Ich hab Angst. Ja, hinter dir steht ein Sniper-Panzer, der das besser machen könnte. Du fährst die ganze Zeit unserem Teamkollegen vors Rohr, der schießt dir gleich in den Hinterkopf. Entweder vor oder zurück, du bist ein Brawler. Sehr schön. Okay, ich fahr rückwärts, ich fühle mich hier sinnlos. Bist du das MTB? Jo. Ja, da fliegen nämlich schon die Flieger rum. Und wenn hier jetzt gleich die Bombe runterkommt, will ich nicht einen Vierfach-Kill sehen. Hinten ums Eck, da kann man auch durch. So ein richtiger Pascha, der Typ, ne? Stellt sich einfach presst dahin und lässt keinen durch. Du kriegst gleich in den Hintern, das ist dir hoffentlich klar. Du stehst mit deinem Arsch gerade zum Gegner spawnen. Ich weiß. Aber ich habe komische Fahrzeuge gesehen und musste sicher gehen, dass diese T-34-85 auch ja freundlich ist. Was denkst du, warum ich letzte Runde auf den geschossen habe? Ich bin so gewohnt, dass das Feinde sind. Das ist sehr bekannt vor. Fahr mal vor in die Senke. Oder halt nicht. Ja, nee, kann ich nicht, weil davor ist... Hast du ihm was beschädigt? KV 5 und... wie heißt denn das Ding mit dem deutschen Rohr? Nein, nicht! Ja, hab ich gesehen, Entschuldigung. Kann echt hier die breiten, tiefen Höhen des Panzers nicht abschätzen, wenn ich oben auf dem Turm bin. Fahrer Richtschütze, der kann nicht schießen, hol ihn dir. Ich hol ihn dir, der ist doch schon tot. Ist er? Oh, ist er! Sorry. Oh, da war noch einer. Jo, war. Ich liebe die Vergangenheit, Frau. So, ich gehe jetzt an meine typische Position hier hin. Kann einer die Straße runter gucken? Gegenfrage, wollen wir nicht Captain? Kannst du auch machen. Ich meine, nicht, dass wir Punkte bräuchten, aber macht das nicht mehr Sinn? Faktisch fürs Team so. Bra und Vaterland und alle anderen Quatsch, nein? Ja, dann geht doch Captain. Alleine ist immer so langweilig. Au! Von wo habe ich jetzt einen reingekriegt? Von vorne. Direkt von vorne, okay. So gut kriegt jemand Captain. Ja. Nice. Ich bin gerade auch etwas irritiert, wo der zweite Schuss von dem hinging. Gravitation. Aus der Distanz, das waren vielleicht 20 Meter. Lass es mal 40 sein. Boah, ich finde
Ich finde es ganz schwierig, Entfernung bei Panzern einzuschätzen, weil du unterschätzt immer, wie groß die sind. Aber ich dachte immer, es kommt auf die Technik an, nicht auf die Größe. What the? Was geht denn hier gerade ab? Was denn los? Mach mir keine. Wir viertel gerade einen Dogfight statt. Ach, über. Oh! Ja. Ja, über Berlin mal wieder, oder? Nein. Ha! Und die Teamkills gehen weiter. Gib mal die Taktik vor. Wo seid ihr, Jungs? Ich bin hier irgendwo. Beim Punkt. I don't like that. Kommt doch mal ein bisschen runter. Oder nicht? Kann man also, kann ich das jetzt verbuchen? Keiner von euch ist in meiner Nähe. Ich bin direkt neben dir. Hinter dir. Ach, da, in der Senke, okay. Ja. Ah, jetzt hätte ich das fast schon wieder auf den Verbündeten geschossen. Und ein 34-85 vor uns, also in der Theorie. Ja. Wenn die sterben, wissen wir, da ist böse. Wollte ich gerade eben sagen. Die sind jetzt in. Also der eine müsste ich sein. Deal. Ah ne, da sehe ich alles. Schau mal, da irgendwo leuchtet hier eine Silhouette. Schick. Ich glaube, das ist unser Avenger, der da gerade fährt. Da vorne. Ja. Das ist der in der Tat. Oh, ja. Ja, das ist der. Boah. Panzer 470, mein Erzfeind. Er ist tot. Großartig. Der Flachpanzer ist... Der ist echt stark. Ja, ich komme mit ihm noch nicht so klar, aber... Welchem? Dem ganz normalen oder dem 470? Nee, der 470. Also der, die Premium-Kiste. Ja, ist halt immer die Frage, ob einem starre TDs liegen. Warte mal, links vor uns hinterm Gebäude ist definitiv ein Panzer. Ich habe nur null Plan, ob unsere oder Gegner schaffen. Eigentlich war der von links. Heilung? Nee, das ist von uns. T-435-Nachschuss ist okay. Gerade eben kam er nur so schnell vorbei, dass ich nicht sicher war. Okay, I've bounced. Da ist ein Flachpanzer. Don't do it. Also hier neben mir fährt was, ich weiß aber nicht, was für eine Nation das ist. Ja, jetzt schon doof, wenn man die Hälfte der Panzer nicht kennt. Also so wird mir im Moment gefühlt. Als ob ich noch nie dieses Spiel gespielt hätte. Also rechts steht ein Flachpanzer, ne? Mhm. Ah doch, ich glaube, das ist ein Komet. Joi, läuft bei dir! Das war die Revanche für die zwei Tode letztes Mal. Ja, ich merk schon. Bin gerade auch positiv angetan. Alle Leute, wenn es euch gefällt, schreibt Arcade unter das Video. Weil Arcade ist Spaß. Und ihr wollt ja Spaß. Du hast bis dato die meisten Kills von uns, ne? Mein Beileid fürs Team, wenn ich der mit dem meisten Kills. MTB, bist du das ja gerade mit meinem Hintern kuschelt? Ich wusste nicht, dass ich so weit gedreht bin. Ja, ich sag doch echt krass, gell, weil man den ganzen Panzer nicht sieht, das ist echt schwer. Ja, aber du siehst doch links unten deine Ausrichtung. Ja, wenn ich gerade nach vorne gucke, mit dem Fernglas versuche, um mich herum zu sehen, in den Himmel schaue, habe ich natürlich noch Zeit, um unten links noch zusätzlich die Ausrichtung meines Panzers zu sehen. Weil neuerdings habe ich auch 11 Augen. Richtig. Ja. Kurzes Kommentärchen zu dem da. Pfui. Genau. Danke, dass du ihn getötet hast. Das war jetzt aber... Oh nee, das war unserer. Ja, das war unserer. Das war unserer, der auf einer Position stand, die ich abartig mies finde. Okay. Habe ich schon mal. Also, gesagt, ich brauche mein Statement gar nicht mehr abgeben. Wurde gerade auf dich geschossen? Ja. Von links. Wenn es gut geht, ein anderer unserer, der sich gerade recht für ein Team kill. Weil ich sehe. Ja, nicht mehr, war der Avenger. Okay. Der ist einfach nur aus dem Nichts aufgetaucht, deswegen dachte ich, der ist gespawnt. Nee, der hat sich hinter den Spawn gestellt. Das sind solche Positionen, ich finde, die sollten nicht gehen. Nee, das müsste überhaupt nicht gehen. Hinter dem Spawn, ernsthaft? Ja, ja. Der stand da tatsächlich schon recht lang. Psst,
Mach ihm kein schlechtes Gewissen. Er ist da gerade aufgetaucht, meinte ich. Ja. Oh, mach's gut. Ich weiß gar nicht, ob im Simulator die Spawn Protection auch so lange gilt wie in allen anderen Modi. Aber da frage ich ja die beiden Falschen. Das ist richtig. Ja, eindeutig die Falschen. Ja gut, das ist halt leider der langweilige Part vom Simulator-Modus. Es sind kaum noch Leute da. Ich find's schade, dass du nur zwei Spawns hast. Ich find's cooler, wenn das so wie in realistisch ablaufen würde. Wenn du gut bist, kannst du fast so oft spawnen. Das hier ist aber ein Panther gewesen gerade. Ja, ist ein Feind? Oder ist das ein Held? Das ist ein Held. Mein Gott, was hab ich mit den Augen? Ich merke schon, ist genau dein Modus. Leute, nochmals, wenn es euch gefällt, schlagt Arcade hin. Ich brauche Abwechslung nach so einem Quatsch hier. Don't shoot my buddy, please. ich glaube, du kriegst gleich eine rein. Vermutlich. Hat er auf dich geschossen? Ja. Jemand hat auf mich geschossen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob er dich killt. Ja, hat ja. Er. Und ist dafür gebannt worden. Ist okay. What the f... Dabei wollte ich dich gerade killen. Hört ihr das, Leute? Mit sowas muss ich hier leben. Ja, gut. Ja, gut, Kameraden, der Gulag, der Stalin. Im Rauch einer von uns oder ist es ein Gegner? Ich schätze mal, das ist einer von uns. Wobei. Also ja, doch, da stand die Avenger. Ja, die hat Rauch. Okay. Bist du das da vor mir, der auf mich zielt? Ja. Hör auf damit. Ich warne dich, hör auf damit. Das Ende des Gefechts. Herzlich willkommen zu den Team-Kill-Battles, ha? Wo bin ich denn gebounced? Also ich hab nur so einen Klong gehört. Ja, Leute, Simulator mit Andy. Ich weiß ja nicht, ob wir das wiederholen. Ich hatte auf jeden Fall meinen Spaß. Das war vielleicht nicht so erfolgreich, aber definitiv lustig. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Wir bedanken uns und bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss. Tata.